Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge der Philipp Rey Show. Mein Name ist Philipp Rey und ich übersetze Erkenntnisse aus der Wissenschaft und der Physiotherapie in den Volleyballsport. Mein heutiges Thema sind 15 Tipps für junge Spieler und Spielerinnen. In dieser Folge lernst du, was ich meinem jüngeren Ich mit auf den Weg gegeben hätte, und du lernst außerdem, welche Grundregeln ich identifiziert habe, um leistungsfähig zu sein und verletzungsfrei zu bleiben. Viel Spaß beim Hören der Folge. Ja, fangen wir also gleich mit dem ersten Tipp an. Vielleicht ein kleiner Hinweis, die Tipps sind nicht nach Wichtigkeit geordnet. Das heißt, es sind 15 Tipps. Ich denke, da sind alle wichtigen dabei. Aber sie sind nicht danach geordnet, welche besonders wichtig sind und welche unwichtiger sind. Ich denke, dass viele Tipps für einige Leute extrem wichtig sind und für andere Leute nicht so wichtig. Das heißt, wenn du ein Jugendspieler bist oder eine Jugendspielerin, dann ist der ein oder andere Tipp für dich relativ unwichtig, weil du da schon ziemlich gut am Start bist. Und wiederum, der ein oder andere Tipp ist extrem wichtig für dich. Deswegen, die Tipps sind nicht nach Wichtigkeit geordnet. Die Wichtigkeit ist sehr, sehr individuell. Und wenn jetzt zum Beispiel auch Eltern von Jugendspielern zuhören sollten, dann versucht es anzuwenden auf eure Kids, auf eure jungen Volleyballer und guckt, was für sie besonders wichtig erscheint und ja, versucht es ihnen näher zu bringen. Ich hätte mich gefreut, damals, als ich angefangen habe mit Volleyball, wenn ich so ein paar Tipps gehabt hätte, ob ich sie umgesetzt hätte, keine Ahnung. Aber überhaupt die Möglichkeit zu haben, zu wissen, was gut ist, wäre schon ziemlich gut gewesen. Deswegen starten wir gleich rein. Tipp 1. Fange so früh wie möglich mit Krafttraining an. Was heißt das? Viele Kinder und Jugendliche gehen direkt Volleyball spielen, Fußball spielen, was auch immer. Ballsportarten sind gesellschaftlich sehr gern gesehen. Also es ist überhaupt kein Problem, die Schulter schon mit den Belastungen von einem Volleyball auseinanderzusetzen. Es ist kein Problem, die Knie mit ständiger Sprungbelastung auseinanderzusetzen. So scheint es. Krafttraining wiederum ist gesellschaftlich verpönt. Viele, die diesem Kanal schon lange folgen, werden wissen, dass es natürlich ein Fehler ist. Aber gesellschaftlich denken wir, Krafttraining macht Gelenke kaputt. Mit Krafttraining darf man nicht so früh anfangen, weil das ist nicht gut für die kindliche Entwicklung. Weil das macht, wenn die Wachstumsfugen noch offen sind, kann das da Schäden anrichten. Wir wissen mittlerweile, dass das natürlich totaler Käse ist. Dass es völlig okay ist, Kraftsport zu betreiben, auch als Kind, auch als Jugendlicher. Und wir wissen, dass es sogar Vorteile hat für die kindliche Entwicklung. Gerade wenn wir nebenbei solche Sportarten machen, wie Volleyball, Fußball, Handball etc. Die Belastungen, die auf die Gelenke wirken, beispielsweise das Schultergelenk oder das Kniegelenk beim Volleyball, die sind nicht vergleichbar mit den Belastungen, die wir durch Krafttraining herstellen können. Das heißt, die Belastung durch Volleyball auf Schulter und Knie beispielsweise, aber auch auf die Lendenwirbelsäule, ist wahrscheinlich deutlich stärker als die Belastung beim Krafttraining. Das heißt, Krafttraining ist, natürlich muss es gut angeleitet werden, man darf sich nicht übernehmen, man darf nicht übertreiben, alles richtig. Aber Krafttraining ist in der Regel auch für Kinder und Jugendliche weniger schädlich, weniger schlecht für Gelenke, für den Körper insgesamt. Und ich drehe das jetzt nochmal um ins Positive. Wenn wir sagen, dass es gesund ist, Volleyball zu spielen, dann müssen wir sagen, dass es noch gesünder ist, Krafttraining zu machen. Wie gesagt, auch bei Kindern und Jugendlichen. Warum ist das so? A.
wir können die Belastung sehr, sehr gut steuern. Das kann man beim Volleyball nicht unbedingt. Man kann dann sagen, okay, ich höre auf mit Spielen. Das machen aber die wenigsten. Viele gehen eben in die, also durch Motivation gehen sie in die Beschwerden rein, wollen immer weiterspielen und so weiter. Beim Krafttraining kannst du die Belastung sehr, sehr gut steuern. Du kannst Gelenke im vollen Bewegungsausmaß trainieren, das kannst du beim Volleyball auch nicht. Man kann symmetrisch trainieren, geht beim Volleyball auch nicht. Und wir sorgen für einen Ausgleich der einseitig belasteten Muskulatur und Gelenke. Das heißt, Krafttraining ist der beste Ausgleich zum Volleyball, der mir einfällt. Viele, jetzt sind wir eher im Erwachsenenbereich, sagen, ja, ich mache dann zum Ausgleich ab und zu nochmal Yoga, weil da gehe ich ja in bestimmte Dehnposition. Kann man alles machen. Krafttraining hat aber den höchsten Übertrag wiederum in dein Volleyballspiel. Das heißt, um gleichzeitig besser zu werden im Volleyball, leistungsfähiger, beweglicher von mir aus auch. Und wenn du gleichzeitig möchtest, dass du deine körperlichen Beschwerden, die gegebenenfalls durchs Volleyball entstehen oder die einseitigen Belastungen, die durch Volleyball allgegenwärtig sind, wenn du auch die gleichzeitig noch ausgleichen möchtest, dann bist du beim Krafttraining genau richtig. Krafttraining kann, wie gesagt, sehr, sehr gut dosiert werden, ist zeitlich sehr einfach möglich, da man in der Regel nicht an gewisse Zeiten gekoppelt ist. In den meisten Gyms kann man von 8 bis 22 Uhr trainieren, wann man möchte. Und 30 bis 75 Minuten Training sind mehr als ausreichend. Das heißt, es ist eine kostengünstige, eine zeitgünstige und eine sehr flexible Art und Weise, dich auf die Belastung beim Volleyball vorzubereiten und zu präventieren, dass du andere Beschwerden bekommst. Mit präventieren meine ich, dass du vorsorgst, dass nicht etwas anderes passiert. Fang also so früh wie möglich an mit Krafttraining, um deinem Körper etwas Gutes zu tun, um Verletzungen zu vermeiden, um bestehende Asymmetrien oder bestehende Verletzungen auszukurieren, Schrägstrich Asymmetrien zu lösen, sie wegzubekommen. Tipp 2. Hör auf, den ganzen Tag Schrott zu essen. Für alle Jugendlichen da draußen nochmal, hör auf, den ganzen Tag Schrott zu essen. Ich weiß, wie es ist. Wenn man jung ist, denkt man sich, komm, alles egal. Kann essen, was ich will. Offensichtlich nehme ich sowieso nicht zu. Und ich verbrenne ja eh alles. Und ungesunde Lebensmittel sind meistens leichter erreichbar als gesunde Lebensmittel. Der Weg zu McDonald's oder einem Dönerladen oder was weiß ich, ist relativ kurz in der Regel. Der Weg zum Supermarkt, kochen, sich dann was Gesundes oder was Gesundes dann essen, der Weg ist ein bisschen länger und beschwerlicher. Ich weiß insbesondere auch von mir, dass man als Jugendlicher völlig, also dass einem völlig egal ist, was man isst. Hauptsache, es schmeckt ganz gut. Aber bei Ernährung geht es nicht nur um dick werden oder dünn sein. Bei Ernährung geht es eben auch um dein Immunsystem. Es geht auch um deine Sehnen, Bänder, Gelenke. Es geht auch darum, dass du Schadstoffe essen, also mit dem, was du isst, auch Schadstoffe aufnehmen kannst. Das musst du alles mit einbeziehen, wenn du dich dafür entscheidest, Fastfood zu essen. Die Aussage, ich verbrenne ja eh alles oder ich bin sowieso dünn oder ich setze sowieso nicht an, zählen nicht. Es zählt nicht. Schlechtes Essen, ungesundes Essen ist einer der primären Treiber für viele Erkrankungen und dafür, dass dein Körper nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt ist, die er braucht,
um leistungsfähig zu sein. Also mit Schrottessen verschlechterst du nicht nur deine Regeneration, sondern auch deine Leistungsfähigkeit und auch deine allgemeine Gesundheit. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich okay, ab und zu Fast Food zu essen. Und es ist wahrscheinlich mehr okay, als Jugendlicher oder als Jugendliche Fast Food zu essen, als Erwachsener. Aber lass dir gesagt sein, viele Jugendliche, viele Kids essen, insbesondere wenn sie allein unterwegs sind, Fast Food oder ungesund. Und wenn du die Person bist, die sich dennoch gesund ernährt, die lieber den Salat nimmt als den Burger, dann bist du den anderen ziemlich wahrscheinlich einen Schritt voraus, weil du weniger oft krank bist, weniger oft verletzt bist und schneller regenerierst. Ist es dir das wert? Dann iss gesund. Ist es dir das nicht wert? Dann bleib weiter bei deinem Fastfood. Tipp 3. Schlafe regelmäßig und gut. Auch das kenne ich wohl aus meiner Jugendzeit, dass Schlaf ein bisschen ein überbewertetes Thema ist, dass man in der Woche gegebenenfalls ein bisschen zu lange aufbleibt, gegebenenfalls dann einen Mittagsschlaf einlegt, der gegebenenfalls viel zu lang ist. Oder versucht am Wochenende nachzuschlafen. Und der Schlafrhythmus am Wochenende, über den brauchen wir gar nicht reden. Aber auch Schlaf hat einen enormen Einfluss, sogar den größten Einfluss auf deine Regeneration. Wenn es also eine Sache gibt, die ich, also wenn ich nur eine Sache machen könnte zur Regeneration, dann würde ich Schlaf wählen. Im Schlaf passiert Metabolismus, also aufbauender Stoffwechsel findet dort statt. Und im Schlaf regeneriert man. Das heißt, theoretisch wäre es perfekt, wenn man jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett geht und zur gleichen Zeit aufsteht. Wenn der Körper einen Rhythmus hat, kommt er besser in den Schlaf und deine Tief- und REM-Schlafphasen sind größer. Tief- und REM-Schlaf sind die Phasen, wo primär Regeneration stattfindet. Sowohl für den Körper als auch fürs Gehirn. Wir wissen, dass Volleyball auch ein kognitiver Sport ist, der viel Aufmerksamkeit bedarf und auch eben fürs Gehirn, fürs Nervensystem anstrengend ist. Auch deswegen ist Schlaf so enorm wichtig, weil du nicht nur körperlich regenerieren musst, sondern auch nerval, schrägstrich kognitiv. Versuche also, zumindest unter der Woche, regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Zur gleichen Zeit musst du wahrscheinlich eh aufstehen, weil du zur Schule musst oder zur Ausbildung oder was auch immer. Aber zur gleichen Zeit ins Bett gehen ist der Schlüssel zu einem guten Schlaf, zu mehr Tiefschlaf, mehr REM-Schlaf. Und dadurch zu deutlich mehr, deutlich bessere Regeneration. Ich möchte diese Folge kurz unterbrechen, um die Sponsoren des Podcasts vorzustellen. Einer der Sponsoren ist Nucleus Health. Nucleus Health stellt hochwertige und einzigartige Nahrungsergänzungsmittel her, die mir helfen, gesund zu bleiben und 100% leistungsfähig zu sein. Ich verwende zum Beispiel das Multivitamin, das mich mit allen wichtigen Mineralien und Vitaminen versorgt. Und ich nutze auch das Premium-Kollagen für gesunde Sehnen und Gelenke. Möchtest auch du hochwertige Nahrungsergänzungsmittel? Dann besuche nucleushealth.de und erhalte 10% Rabatt auf deine Bestellung mit dem Code PHIL10. Ein weiterer Sponsor des Podcasts ist BioRelax. BioRelax arbeitet mit sogenannten Kleinschen Feldern, welche sich grob der Magnetfeldtherapie zuordnen lassen. Produkte mit Kleinschen Feldern können dafür sorgen, dass deine Regenerationsfähigkeit und deine Konzentrationsfähigkeit erhöht wird. Beides enorm wichtig für dein Volleyballspiel. Ich persönlich nutze von BioRelax die Schlafauflage, die Schuheinlagen bei der Arbeit und gegebenenfalls, wenn ich unterwegs bin, die Armpads. Somit ist BioRelax ein Plus für mich und meine Gesundheit. Mit dem Code REY5, REY5 kannst du auf der Seite biorelax.eu das richtige Tool für dich finden. Und nun viel Spaß beim Rest der Folge.
Auf meiner Instagram-Seite habe ich eine Studie zitiert, die College-Volleyballerinnen interviewt hat. Und man wollte feststellen, welche Faktoren sorgen dafür, dass sich Volleyballer verletzen. Und in dieser Studie wurden einfach Volleyballerinnen jeden Tag befragt, beziehungsweise sollten jeden Tag eine Art Tagebuch führen, wie ihr Schlafverhalten war, wie ihr Trainingsverhalten war, wie ihr, ich glaube auch, wie ihre Ernährung war. Und der einzige Faktor, der anscheinend zu einer erhöhten Verletzungsrate, zu einem erhöhten Verletzungsrisiko geführt hat, war schlechter Schlaf. Das heißt, schlechter Schlaf führt zu mehr Verletzungen. Und du kannst guten Schlaf bekommen, indem du eben früh morgens aufstehst, immer zur gleichen Zeit, indem du am Abend ins Bett gehst, nicht erst in der Nacht, am besten zur gleichen Zeit. Und natürlich ist es so, dass man am Wochenende länger aufbleibt. Es geht mir ja genauso. Aber versuche so oft wie möglich zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, zur gleichen Zeit aufzustehen. Und wenn du Schlafprobleme hast, beispielsweise Einschlafprobleme oder Durchschlafprobleme, dann kann es sinnvoll sein, Nahrungsergänzungsmittel zu konsumieren, wie ich bereits mehrfach in anderen Podcasts erwähnt habe. Ich will jetzt darauf nicht nochmal eingehen. Je nachdem, welches Problem du hast, Ein- oder Durchschlafprobleme, bei Kindern und Jugendlichen sind es aus meiner praktischen Erfahrung heraus eher Einschlafprobleme, dann nutze Nahrungsergänzung, aber nutze auch Schlafhygiene. Schlafhygiene bedeutet, dein Schlafzimmer sollte kühl sein, dein Bett sollte gemütlich sein, dein Schlafzimmer sollte dunkel sein und unter diesen Voraussetzungen kannst du sehr gut schlafen. Was man dazu noch machen kann: Blaulichtfilter am Handy, Blaulichtfilter am PC. Wenn du noch lange wach bleibst, um Serien zu gucken, Computer zu spielen, nutze zumindest diese Blaulichtfilter, sodass du besser in den Schlaf kommst. Tipp 4: Werde gut in den einfachen Basisübungen. Und das beziehe ich sowohl auf den Kraftsport als auch auf den Volleyballsport. Wenn du in den einfachen Dingen einfach gut bist, dann ist es sehr, sehr gut oder sehr, sehr einfach, Entschuldigung, gute Leistung zu bringen. Nochmal, die einfachen Dinge gut können, heißt, du kannst immer gute Leistung bringen. Was heißt das? Du findest im Angriff immer irgendeinen Winkel, um abzuschließen. Du kannst gut über deine Schulter schlagen. Es würde auch heißen, du bist okay in der Annahme. Das würde heißen, du hast ein okayes Zuspiel. Das heißt nicht, dass du irgendwelche Staffeln kannst. Das heißt nicht, dass du einen Enger-Patch-Schlag beherrschst, der so komisch windmühlenmäßig über seine Schulter schlägt. Das heißt nicht, dass du 200 Kilo Kniebeugen machen kannst. Oder irgendwelche anderen fancy Übungen, die man so bei Instagram sieht. Mach die einfachen Dinge gut. Versuche in den einfachen Dingen, in den Basics erstmal gut zu werden, bevor du irgendwelche komplizierten Sachen ausprobierst. Ich habe schon Jugendliche gesehen, die haben sich auf dem Beachturnier eingeschlagen wie die Profis, konnten nicht einen Ball annehmen. Ich habe Jugendliche gesehen, die konnten perfekte Staffeln spielen in einer Trainingssituation. Die konnten im Spiel nicht den einfachsten Ball machen. Bevor du komplizierte Sachen übst, werd erstmal gut in den Basics. Das ist extrem wichtig. Um es noch einmal auf Kraftsport zu beziehen, ich predige immer, und das werde ich auch den Rest meines Lebens unterschreiben, dass einfache Übungen, Kniebeuge, Back Extension, Bankdrücken, Klimmzüge, wer möchte, kann dann noch zwei, drei Sachen mehr hinzufügen. Wenn du in denen erstmal ganz gut bist oder versuchst erstmal in denen besser zu werden,
machst du mehr richtig und machst mehr Fortschritte, als wenn du versuchst, in den komplizierten Dingen gut zu werden. Das heißt, irgendwelche Cleans, also umsetzen, wenn du noch nicht mal dein Körpergewicht Kniebeuge schaffst. Oder das sogenannte Reißen, also dann, wenn du einen breiten Griff hast an der Langhantel und das Gewicht mit einem schnellen Ruck über Kopf nimmst und es dann in einer tiefen Kniebeuge fängst. Das sind alles Übungen, die machen dann erst Sinn, wenn du bereit dafür bist, wenn du in den Basics gut bist. Versuche also erst in den Basics gut zu sein, denn in den Kniebeugen stärker zu sein, hat einen riesigen Übertrag in deine Sprungkraft. In den tiefen Kniebeugen stark zu sein, hat einen riesigen Übertrag in gesunde Knie. In Back Extension gut zu sein, hat einen Übertrag in deine Sprungkraft und in deine Wahrscheinlichkeit des Auftritts von Lendenwirbelsäulenbeschwerden. Deine Kraft beim Bankdrücken und ob sie schmerzfrei ist oder nicht, hat einen Übertrag in deine Schultergesundheit. Jetzt kann man sich wieder darüber streiten, ja, ist Bankdrücken gesund für die Schultern oder eher nicht? Meiner Meinung nach, wenn du gesunde Schultern hast, ist es überhaupt kein Problem, Bankdrücken zu machen. Die meisten Volleyballer machen es nicht oder bekommen es von ihren Trainern verboten, weil die Schulter schon im Eimer ist. Aber ist das dann der Grund dafür, das nicht mehr zu machen? Und meine Antwort ist nein. Natürlich. Wenn du Schmerzen hast, machst du Bankdrücken oder wenn du Schmerzen bei der Übung hast, machst du Bankdrücken nicht weiter. Aber natürlich ist es sinnvoll, wenn du keine Beschwerden dabei hast, Bankdrücken zu machen. Aber das ist nur ein kleiner Exkurs. Werde in den Basic-Übungen sehr, sehr gut, bevor du mit komplizierten Übungen um die Ecke kommst und versuchst, darin besser zu werden. Denn der Übertrag ist dann nicht mehr gegeben. Wenn du Umsätze machst mit super wenig Gewicht, hat es keinen Übertrag in deine Sprungkraft. Denn es fehlt dir erstmal die grundlegende Maximalkraft. Erst Maximalkraft verbessern, dann Explosivkraft. Ganz wichtig. Tipp 5. Ignoriere deine Schmerzprobleme nicht. Und das ist etwas, was ich aus meiner Jugend mitnehmen kann, wo ich mir selbst Vorwürfe machen könnte. Ich habe relativ spät mit Volleyball angefangen, so. Da war ich 16, 17, eher 17 und habe dann direkt sehr, sehr viel gespielt. Und hatte auch, also ich mache niemandem einen Vorwurf. Ich habe alles selbst entschieden. Meine Trainer haben damit absolut nichts zu tun, weil, dazu kommen wir später noch, du musst eben für dich selbst Verantwortung übernehmen. Aber ignoriere deine Schmerzprobleme nicht, heißt, ich hatte damals, als ich angefangen habe im Volleyball, relativ schnell meinen ersten Knieschmerz, habe ihn komplett ignoriert, habe ihn weiter ignoriert, habe ihn in den Sommerpausen, im Sommer war es weniger schmerzhaft, im Sand, das kennen einige von euch, habe es da nicht richtig auskuriert, austrainiert. Es gibt spezielle Trainingsformen dafür. Habe ich nicht gemacht, wusste ich aber auch nichts von. Ich wusste auch jahrelang nicht, was ich habe, weil mir kein Arzt oder Physio genau sagen konnte, was es ist. Dabei war es ein ganz stinknormales Patellaspitzensyndrom. Aber ja, das hat mir, oder ich hatte nie den Drang, es irgendwie auszukurieren. Und in den letzten Jahren, wo ich eigentlich sehr, sehr gut trainiert war, wo ich genau diese Schwächen ausgemerzt hatte, hatte ich trotzdem Kniebeschwerden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es daran lag, dass ich damals so lange das verschleppt habe. Wenn du viele Jahre ein Schmerzproblem hast, dann wird es irgendwann ein sogenanntes chronisches Schmerzproblem. Chronische Schmerzprobleme definieren sich dadurch, dass der Auslöser der Beschwerden, also zum Beispiel Belastung,
und das, wie der Körper reagiert, nicht mehr übereinstimmen. Und bei mir ist es genauso. Ich habe einen gut trainierten Quadrizeps mittlerweile, habe Volleyball gespielt, aber gar nicht so viel wie früher. Ich hatte früher 3 bis 4 Mal die Woche Training, am Wochenende Spiel. Nur Volleyball. Dazu kam noch 2 bis 3 Mal Kraftsport. Jetzt in den letzten Jahren hatte ich 2 Mal die Woche Training plus am Wochenende Spiel. Und dennoch sind meine Knieschmerzen gekommen. Nicht so stark wie damals, weil ich gut gegengearbeitet habe. Aber allein der Fakt, dass ich es jahrelang verschleppt habe und jahrelang dieser Schmerzkreislauf immer wieder von vorne angefangen hat, dadurch kommen die Beschwerden jetzt leichter, als wenn ich damals einfach ein gutes Trainingsprogramm gehabt hätte, hätte es austrainiert und hätte danach einfach normal Volleyball weitergespielt, aber im schmerzfreien Bereich. Und das ist das, was ich auch immer predige, wegen genau dieses Beispiels. Es gibt so viele Menschen, so viele Volleyballer, die ein beginnendes Patellaspitzensyndrom haben, das komplett ignorieren, sich nicht behandeln lassen, kein adäquates Training machen, die Problematik verschleppen, dann nach Jahren zu mir kommen und mich fragen, ja, kannst du mir helfen? Am besten in einer Behandlung. Und das funktioniert so nicht. Es ist unmöglich, ein jahrelang aufgebautes Problem aus eben genannten Gründen einfach wegzubekommen. Und in dem Fall kann ich immer Thilo nennen. Thilo Rietschel, einige kennen ihn von der deutschen Tour, ist unter den Top 10 in Timmendorf gewesen. Thilo kam vor 3 oder 4 Jahren mit seinen Schulterbeschwerden direkt zu mir. Direkt. Wir haben direkt an seiner Schulter gearbeitet. Er hatte vor ein paar Monaten hatte er Knie. Er kam direkt zu mir. Wir haben es direkt bearbeitet. Und das klingt jetzt simpel, aber ey, wenn du ein Problem hast, Mann, dann geh es einfach an. Und nicht, ja, ich trainiere erstmal weiter, das geht schon von selber weg. Nein. Beschwerden, insbesondere Beschwerden im Volleyballbereich, sind nicht selbstlimitierend. Die gehen nicht von selber wieder weg. Wenn du Beschwerden hast, Knie, Schulter, Rücken, such dir einen Therapeuten, geh es an oder von mir aus such dir auch einen Arzt, Chiropraktiker, Osteopathen, was auch immer. Geh die Probleme an, ignoriere sie nicht, sie werden nicht von selbst weggehen. Sie chronifizieren, wenn dann, und irgendwann bekommst du den Kram nicht mehr los. Also lass dir gesagt sein, ignoriere deine Schmerzprobleme nicht, geh sie an, beseitige sie und dann kannst du loslegen und weiterspielen. Tipp 6, eben schon angeteasert. Übernimm Verantwortung für dich selbst. Du bist für dich selbst verantwortlich, nicht ein Trainer, nicht ein Therapeut, nicht deine Eltern. Natürlich sind in irgendeiner Weise deine Eltern für dich verantwortlich, aber schieb nicht die Schuld für irgendwas, zum Beispiel, dass du eine Sache nicht gut kannst, dass du nicht stark bist oder was auch immer. Schieb es nicht auf andere Leute. Wenn du diesen Podcast hören kannst, dann bist du wahrscheinlich über 11 Jahre alt. Vielleicht auch über 12. Die meisten, die zuhören, werden so um und bei 16 sein. Wenn du es hörst, denk mal drüber nach. Wann hast du das letzte Mal die Verantwortung auf jemand anderes geschoben? Dein Beachpartner ist schlecht. Deine Trainingsumgebung ist schlecht, die Geräte, mit denen du im Kraftraum trainieren kannst, sind schlecht und so weiter. Übernimm Verantwortung für dich selbst. Wenn es da ein Problem gibt, löse das Problem, sprich es an. Nutze deinen Kopf, um Probleme zu lösen und mach nicht andere für deine Probleme verantwortlich. Tipp 7. Hab Spaß bei dem, was du tust. Ich gebe ja immer viele Tipps, um irgendwie besser zu werden. Es klingt dann schon fast ein bisschen sehr straight, was man machen sollte, mit so einem riesigen Trainingsprogramm, mit Nahrungsergänzung, mit einer ganz diffizilen Schlafhygiene. Und na klar, das macht dein Spiel auch besser.
Aber dennoch bin ich der Meinung, und wer mich kennt, weiß, dass ich mich auch nicht an alle Regeln immer halten kann. Aber wenn man Spaß hat bei dem, was man tut, also auch mal abends mit den Jungs noch zusammensitzt und ein Bierchen trinkt, oder auch mal nach einem gewonnenen Spiel Fastfood isst, oder, das gehört alles dazu, dann kann man auch mal dieses Dogma beiseite schieben und kann das machen, worauf man Bock hat. Es muss Spaß machen. Volleyballtraining muss Spaß machen. Wenn du nur noch hingehst nach einem ganz straighten Plan und du danach nicht rausgehst und sagst, es hat jetzt irgendwie Bock gemacht, musst du entweder den Ort wechseln, wo du trainierst, deine Einstellung verändern oder vielleicht mit Volleyball aufhören. Und genauso ist es mit dem Gym auch. Da ist diese Quote an, wie doll darf ich mich durchquälen, ein bisschen höher, weil natürlich macht Gymtraining für die meisten jetzt nicht so doll Spaß. Aber es hat halt einen großen Übertrag in dein gesundes Volleyballspielen. Von daher, das Leben ist zu kurz, um sich überall durchzuquälen. Schule, Ausbildung, Studium ist teilweise schon kompliziert und quälerisch genug. Deswegen hab Spaß bei dem, was du tust. Und wenn es keinen Spaß macht, verändere es so, dass es noch gut für dich ist, aber trotzdem Spaß macht. Es darf nicht nur Spaß machen, es ist auch viel harte Arbeit, gut im Volleyball zu werden, stark zu werden, überhaupt gut in etwas zu werden, bedeutet auch viel Arbeit, aber es darf auch ein bisschen Spaß machen. Tipp 8: Bekomme deine Emotionen in den Griff. Mentale Gesundheit ist in den letzten Jahren ein riesiges Thema geworden im Profisport. Und gerade im Volleyball sehen wir jetzt überall an irgendwelchen Ecken und Kanten, dass es Sinn macht, sich mit mentaler Gesundheit auseinanderzusetzen. Ich persönlich habe da jetzt keine große Expertise drin und der einzige Rat, den ich an euch habe, ist, bekomme deine Emotionen in den Griff. Zu sehr während des Spiels, des Trainings von Ärger zerfressen zu sein, weil man einen Ball verkackt hat. Zu viel, wie soll ich das sagen, zu viel Hass auf den Gegner, Hass will ich es nicht nennen, aber zu viel Ärger mit dem Gegner, zu viel Ärger mit sich selbst oder mit Teamkameraden, tut dir nicht gut. Versuche deine Emotionen zu zügeln, versuche, wenn ein Punkt schlecht lief, durchzuatmen. Vielleicht auch mal irgendwo gegenzuhauen, eine Flasche durch die Gegend zu schmeißen. Kannst du alles mal machen, mal, nicht die ganze Zeit, aber danach kommen sofort wieder klar. Es tut dir selbst gut, wenn du wieder klarkommst. Es tut deinen Teammitgliedern gut. Und vor allem, je verärgerter du bist, desto mehr baust du den Gegner auf. Deswegen, halte dich im Zaum. Deine Emotionen im Griff behalten. Wenn du mental stark bist, wirst du das Spiel gewinnen können. Wenn du mental schwach bist, kannst du noch so gut körperlich sein. Du wirst das Spiel nicht gewinnen können. Tipp 9. Manchmal ist weniger mehr. Was meine ich damit? Manchmal ist weniger zu trainieren besser für dich. Manchmal ist weniger Spielzeit während des Trainings, mehr, weil du weniger Ressourcen verbrauchst, weil du dich dann weiterhin mehr auf wichtige Dinge konzentrieren kannst, wie zum Beispiel deine Annahme, dein Passspiel und so weiter. Manchmal ist weniger, aber besseres Training im Gym mehr. Viele Leute, die zu mir ins Coaching kommen, kommen, wenn sie trainiert haben vorher, mit Trainingsplänen von bis zu 2 Stunden. 2 bis 3 Mal die Woche. Das Volleyballtraining dauert schon so lang und wenn du dann auch noch das Gymtraining so lange durchziehst, wirst du maximal erschöpft sein und boah, also ich kann es mir nicht gut vorstellen, so viel noch dann zu trainieren. Der positive Übertrag in deinen Sport ist dann A nicht mehr gegeben. Und B, dadurch, dass du auch viel Volleyball spielst, sind dann bei längeren Gym-Einheiten deine Neurotransmitter leer und du kannst eh nicht mehr adäquat trainieren. Das heißt, der Effekt von den letzten 2, 3 Übungen ist minimal. Und für die,
diese mehr Zeit, die du aufwendest, lohnt sich das auf gar keinen Fall, länger dort zu bleiben. Wie gesagt, es hemmt auch deine Regeneration und du bist dann am nächsten Tag zum Beispiel beim Balltraining nicht mehr so leistungsfähig. Versuch also da, wo es geht, auch einfach mal weniger zu machen, denn manchmal ist weniger mehr und manchmal ist weniger Krafttraining, weniger Balltraining, weniger einfaches Spielen besser für dich. Tipp 10. Hör auf deinen Trainer. Ich glaube, Jugendliche haben eine Tendenz dazu, öfter mal zu widersprechen. Den Eltern, den Lehrern und gegebenenfalls auch den Trainern. Und natürlich bekommst du, wenn du jetzt Bezirksliga spielst, keinen Erste-Bundesliga-Trainer. Aber du bekommst einen Trainer. Du bekommst jemanden, der sich jeden oder zweimal die Woche mit dir zusammen hinstellt, sagt, was du zu tun hast, dir einen Trainingsplan gibt und dir sagt, was du verbessern kannst. Sei nett zu deinem Trainer. Die meisten machen das ehrenamtlich. Die bekommen super wenig Geld dafür. Niemand, also bis in die zweite Bundesliga rein, verdient niemand damit wirklich Geld. Das ist ein Ehrenamt. Respektiere deinen Trainer. Das ist das Allerwichtigste. Hab Respekt davor, was diese Leute leisten, nebenbei, und höre darauf, was sie sagen. Die haben schon einen Plan von dem, was sie sagen, und die haben schon einen Plan von dem, was sie dir sagen, was du verändern kannst an deinem Spiel. Du kannst natürlich auch noch eigene Ziele setzen für das Training. Das ist auch besonders wichtig. Ich persönlich bin in jedes Training reingegangen und habe mir noch zusätzlich zu dem Training, zu dem Ziel, was der Coach beschrieben hat am Anfang des Trainings, habe ich mir noch ein eigenes Ziel gesetzt. Zum Beispiel, ich möchte gerne Mittelblock gespielt, ich möchte gerne schneller auf die rechte Seite nach außen kommen. Ich möchte gerne besser stehen in der Abwehr. Ich möchte gerne diesen und jenen Winkel schlagen können. Das kannst du als zusätzliches Ziel mit in das Training nehmen und auch das nebenbei verfolgen. Aber hab Respekt vor dem Trainer, höre auf ihn. Wenn du Anmerkungen hast, wenn du Wünsche hast, dann kommuniziere das natürlich, aber respektvoll. Und ich finde es enorm wichtig, da respektvoll umzugehen oder mit Trainern respektvoll umzugehen. Wie gesagt, es ist alles Ehrenamt, niemand bekommt dafür Geld. Und wir dürfen dankbar sein, dass so viele Leute in Deutschland Bock haben, einfach mal neben ihrem Beruf sich abends in die Halle zu stellen und junge Leute zu trainieren. Tipp 11. Ein bisschen ähnlich wie Tipp 5. Kuriere deine Verletzung aus. Wenn du umgeknickt bist, also ein Sprunggelenksproblem hast, fang erst wieder an, wenn du auch wirklich leistungsfähig bist. Davor machst du Training im Gym und versuchst dich langsam auf das Spiel vorzubereiten. Du machst also auch in irgendeiner Phase der Reha wieder Sprünge. Du machst auch in irgendeiner Phase der Reha wieder schnelle Antritte. Aber du machst das nicht erst im Spiel. Erst im Spiel damit anzufangen, gewisse Bewegungen zu machen, dadurch, dass du fokussiert bist auf den Ball, hat eine große Chance, dass du wieder wehtust. Und dass du irgendwann dann oder dass dein Nervensystem Volleyball mit Schmerz oder mit Vorsicht haben verbindet. Wenn du also einen Unfall hattest oder eine Überlastungsproblematik, kurier es ordentlich aus, bereite dich in deinem alternativen Training erst zu 100% auf das Volleyballtraining oder auf das Volleyballspielen vor und geh erst dann wieder in die Halle zum Spielen, zum Trainieren, was auch immer. Aber halte diese Regel ein. Es bringt absolut keinen Benefit, mit oder leicht angeschlagen spielen zu gehen oder trainieren zu gehen. Denn mit einer leichten Verletzung, irgendwas, was du noch spürst, zum Beispiel dann Schmerz im Sprunggelenk seitlich, mit diesem Schmerz wirst du auch nicht dein normales Bewegungsmuster haben.
Du wirst nicht ausspringen können. Das heißt, das Training bringt dir dann ja gar nichts, weil du gar nicht an dem Limit spielst, wo du spielen kannst. Wie gesagt, du kannst dann nicht so hoch springen wie sonst. Warum solltest du denn überhaupt Angriffe trainieren oder Blocks trainieren? Du hast nicht so schnell Antritt wie sonst, weil dein Fuß wehtut. Warum solltest du denn überhaupt Abwehr trainieren? Das hat ja überhaupt keinen Sinn. Deswegen kuriere erst deine Verletzung aus, bereite dich in der Reha genau auf die Belastung vor und geh erst dann wieder in die Halle, um zu spielen. Tipp 12. Bleib geduldig. Es braucht extrem viel Zeit, um in etwas gut zu werden. Und deswegen musst du dir selbst die Zeit geben, gut zu werden. Es gibt die Möglichkeit, dass Leute es schnell schaffen, im Volleyball besser zu werden. Es gibt die Möglichkeit, dass Leute ewig brauchen, um gut zu werden. Konsistenz ist dabei der entscheidende Faktor. Ich habe zum Beispiel mit 17 angefangen, Volleyball zu spielen im Dorfverein und habe dann erst mit zu meiner Ausbildung mit 19 in Göttingen beim ASC. Grüße gehen raus, falls es irgendjemand hört von dort. Hab dort erst wirklich angefangen, Volleyball zu spielen. Ich wusste dann, was ein Läufer ist und habe dann kennengelernt, was ein Läufer ist. Hab da kennengelernt, dass es verschiedene Positionen gibt oder welche verschiedenen Positionen es genau gibt und so weiter. Ich habe es dann relativ schnell geschafft, besser zu werden. Aber Konsistenz war bei mir der entscheidende Faktor. Hallenvolleyball war schon immer mein Ding. Und ich habe eigentlich alle Sommerferien auch in der Halle verbracht und habe in Form von einem Training bei der nächsthöheren Mannschaft oder beim Vorbereitungstraining bei der nächsthöheren Mannschaft. Dadurch habe ich es geschafft, mich dann über den Sommer hinweg zu steigern, um eben dann in der nächsten Saison eine Mannschaft oder eine Liga höher zu spielen. Dafür habe ich meine Karriere in Anführungsstrichen im Sand geopfert und habe dort nicht sehr viel gespielt. Ich war also konsistent dabei, meine Hallenfähigkeiten zu verbessern und konnte deshalb dort so schnell so viel besser werden. Aber wie gesagt, je nachdem, was du für ein Ziel hast, bleib dabei. Bleib konsistent, irgendwann wirst du besser werden. Es braucht, wie gesagt, einfach Zeit, um in irgendwas wirklich gut zu werden. Vielleicht noch eine Anekdote. Ich habe ungefähr vor 5 Jahren angefangen, mich mit manueller Therapie zu beschäftigen, also die Fortbildung zu machen. Und ich meine, das sind 5 Jahre, die ich jedes Jahr mehrfach unterwegs war, um in manueller Therapie Techniken zu lernen, Clinical Reasoning zu lernen, behandeln zu lernen, Management zu lernen, was auch immer. Und jetzt mittlerweile kann ich von mir behaupten, dass ich Experte in diesem Gebiet bin. Aber das bedurfte 5 Jahre lang konstante Weiterentwicklung, konstante Weiterbildung plus immer wieder üben. Und damit meine ich halt arbeiten. Aber ich habe sehr, sehr früh gesagt, ich möchte nur Muskel-Skelett-Probleme sehen und behandeln und bin halt in denen dann, also durch die Leute, die ich gesehen habe, dann auch in genau dem Bereich besser geworden. Ich habe früh, also insbesondere sobald ich selbstständig war, habe ich früh angefangen, Kleinkinder abzulehnen, Akutverletzungen bzw. Akutreha abzulehnen, das heißt direkt nach Kreuzband-OP behandle ich nicht. Ich habe abgelehnt Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Das heißt, ich habe viele Leute oder viele Krankheitsbilder ausgeschlossen, um mich dann auf genau einen Bereich sehr zu fokussieren. Und wenn du wirklich gut werden möchtest im Volleyball, dann oder im Hallen oder im Beachvolleyball, dann musst du auch andere Sachen exkludieren. Du musst Fokus setzen. Du musst sagen, okay, das ist mir jetzt besonders wichtig und das ist unwichtig. Und das ist ein entscheidender Faktor, dabei besser zu werden. Ich möchte noch betonen, dass ich es sehr sinnvoll finde,
bis ungefähr zum 12. Lebensjahr verschiedene Sportarten ausprobiert zu haben. Für die kindliche Entwicklung ist es extrem wichtig, mit verschiedenen Sportarten konfrontiert zu sein. Dazu gehört beispielsweise Leichtathletik, verschiedene Ballsportarten, irgendeine Form, gegebenenfalls irgendeine Form von Tanz, wenn man darauf Lust hat, und natürlich Schwimmen als Grundvoraussetzung, um sie überhaupt im Wasser fortbewegen zu können. Aber es ist extrem sinnig, verschiedene Sachen auszuprobieren und sie erst später zu spezialisieren. Aber wenn du dich spezialisierst, sei sehr genau und nimm dir ein großes Ziel und verfolge das und schließe deswegen andere Ziele aus, wenn du es wirklich willst. Wie gesagt, ich kann nur von mir sprechen. Für mich war Hallenvolleyball das Ding. Das war mir extrem wichtig. Also habe ich Beach ein bisschen ausgeschlossen, habe so Just for Fun gespielt. Habe Kraftsport gemacht, um beim Volleyball besser zu werden. Habe aber nicht noch Tischtennis gespielt oder Tennis oder irgendwas an Leichtathletik gemacht. Ist einfach unmöglich. Wenn du ein Ziel hast, verfolg das und grenze gegebenenfalls andere Sachen aus. Und bleibe geduldig, denn es braucht viel Zeit, um in irgendwas gut zu werden. Tipp 13. Lerne ein Teamplayer zu sein. Und ich hoffe, das ist für viele hier selbsterklärend, aber Volleyball ist ein Teamsport. Lerne deswegen, deine Mannschaftskollegen zu unterstützen. Arbeite nicht nur darauf hin, dass du im Mittelpunkt stehst, dass du einen perfekten Punkt machst, sondern sorge dafür, dass auch andere gut dastehen können. Es gibt Positionen, die sind prädestiniert dafür, andere gut aussehen zu lassen. Zum Beispiel Zuspieler, zum Beispiel Liberos. Aber versuche auch als Mitte, versuche auch als Außen, andere gut dastehen zu lassen. Wie kann man das machen? Du siehst, du hast einen Doppelblock vor dir und du wirst nicht daran vorbeikommen. Versuch sachte in den Block zu spielen, den Ball wieder aufzubauen, damit jemand anderes den Punkt machen kann. Wenn jemand sich verschätzt und zum Beispiel in den Block haut, gib alles dafür, den Ball zu sichern, damit dein Mannschaftskollege nicht schlecht dasteht. Wenn dein Mannschaftskollege irgendein Problem hat, schlechte Laune hat beim Training, es einfach ihm nicht gut geht, frag ihn, wie kann ich dir helfen? Frag nicht, was ist los. Sag einfach, hey, ich sehe, irgendwie bei dir läuft es nicht ganz rund, wie kann ich dir helfen? Sei hilfsbereit auf dem Court und neben dem Court. Volleyball ist ein Teamsport. Mach es zum Teamsport. Tipp 14. Verstehe Nahrungsergänzung. Nahrungsergänzung ist ein sehr ideologisch geprägtes Gebiet. Ich hatte ja auch schon zu dem Thema verschiedene Diskussionen, hatte auch schon zu dem Thema oder habe mir auch schon Diskussionen von anderen Leuten angehört, habe viel dazu gelesen. Es ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Verstehe, was Nahrungsergänzung ist, was es genau tut und versuche, auch wenn das schwierig ist, dich und deinen Körper zu verstehen, sodass du Nahrungsergänzung für dich nutzbar machen kannst. Welche Nahrungsergänzungsmittel helfen mir? In bestimmten Situationen. Welche helfen mir, leistungsfähiger zu sein, weniger krank zu sein, aus der Verletzung zurückzukommen? Oder helfen mir beim Schlafen? Und welche Nahrungsergänzungsmittel sind gegebenenfalls für mich Unsinn? Versuch dich zu belesen, versuch es zu verstehen. Was hilft dir? Ich kann dir sagen, es wird dir helfen. Bestimmte Nahrungsergänzungsmittel werden helfen. Es gibt ausreichend Studien dafür, dass in bestimmten Situationen bestimmte Nahrungsergänzungsmittel extrem sinnvoll sind und wir es nicht mit der Nahrung einfach zu uns nehmen können, wie vielerorts gesagt wird. Deswegen
Versteh Nahrungsergänzung, versteh, was es ist. Mach nicht nur das, was irgendjemand bei YouTube sagt, sondern verstehe es, wende es für dich an. Guck, was für dich wichtig ist. Du musst nicht lernen, wie du andere dabei irgendwie unterstützen kannst. Du musst nur lernen, wie du dich selber damit unterstützen kannst. Tipp 15. Werde kein Opfer von Ideologien. Ideologie heißt, dass man sehr praktisch oder sehr straight einer bestimmten Glaubensrichtung folgt. Ein Beispiel für Ideologien sind gegebenenfalls gewisse Trainingsformen und Arten. Da kann ich jetzt nicht ausreichend drauf eingehen, weil ich einfach mich mit Ideologien im Volleyballtraining nicht gut auskenne. Werde kein Opfer von Ideologien meint auch, versuche nicht, dich zum Beispiel einer bestimmten Ernährungsform anzuschließen, nur weil sie einfach so eine straighte Ernährungsform ist, sondern versuche herauszufinden, was für dich gut ist. Sind wir wieder dabei. Lerne über dich selbst, versuch viel über dich herauszufinden. Wir wissen, dass zum Beispiel manche Leute Veganismus sehr gut vertragen. Wir wissen, dass viele Leute Veganismus nicht gut vertragen. Sich dann vegan zu ernähren, weil man glaubt, vegan ist für Volleyball gut, das ist nicht so schlau, das ist ein Irrglaube. Wie gesagt, Veganismus kann für viele sehr, sehr gut sein. Wir sehen Richard P. Müller, wir sehen Max Bezin. Da fallen mir auch noch ein paar andere ein. Oder da fallen mir jetzt nicht ein paar andere ein. Dir werden vielleicht noch ein paar andere einfallen. Wir wissen, dass die sehr, sehr gut spielen können, sich komplett vegan ernähren. Wunderbar. Es gibt Leute, die vertragen das nicht so gut. Die haben dadurch nicht so einen Benefit. Und versucht deshalb eben auch bei Ernährung, auch bei Trainingsform herauszufinden, was ist für dich gut, was hilft bei dir, was wirkt gut. Und versuche das umzusetzen. Deshalb bleib nicht einer Sache treu, nur weil du ihr treu bleiben möchtest, weil es sich eben schön anfühlt, sagen zu können, ich bin so und so, ich mache das und das. Versuche verschiedene Sachen auszuprobieren für dich. Zum Beispiel beim Training, zum Beispiel bei der Ernährung. Nutze viele verschiedene Dinge, lerne daraus, was ist für dich gut und versuche dann, das umzusetzen. Und für dich ich sag mal, für dich etwas zu finden, was richtig ist. Kleine Anekdote, ich habe ein halbes bis dreiviertel Jahr mich vegan ernährt. Ich habe es also ausprobiert. Ich habe viele Sachen richtig gemacht, einige Sachen auch falsch. Für mich war es nicht möglich. Ich habe es absolut nicht vertragen und habe massiv Muskelmasse dadurch verloren. Damit will ich nicht sagen, Leute, ihr dürft es alle nicht machen. Mir egal, was ihr macht, probiert alles aus. Ich habe es auch ausprobiert. Mir hat es absolut nichts gebracht. Es ist nur eine Aussage, die ich als Person treffe, um zu belegen, dass du Dinge ausprobieren sollst. Nicht um zu belegen, dass Veganismus schlecht ist. Gib dich also nicht einer Ideologie hin. Probier Verschiedenes aus und guck, was für dich gut ist. Und damit wären wir schon am Ende der 15 Tipps für Jugendliche oder für jugendliche Spieler und Spielerinnen. Ich finde es sehr schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Vielen Dank dafür und ich freue mich auf die nächste Folge. Wenn es etwas gibt, was du dir wünschst in diesem Frag den Physio-Format, schreib mir bei Instagram, was dich interessiert, über was ich berichten sollte, unter Philipp unterstrich unterstrich Rai. Rai wird Rey geschrieben. Findest du mich und kannst mir schreiben und kannst Wünsche zu bestimmten Themen äußern, zu bestimmten Frag den Physio Folgen. Also, viel Erfolg, dass deine Folge hier gesendet wird und ich wünsche dir eine schöne Restwoche und bis demnächst in der Philipp Rey Show. Tschüss.
Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.